Hi, ich bin Jarek und ich studiere Bahntechnologie und Management von Bahnsystemen an der FH St. Pölten. Ich habe den Bachelor hier schon studiert und das war für mich dann eigentlich die logische Fortsetzung, weil man beim Bachelor so das Grundlegende lernt und sich dann beim Master einfach vertiefen kann. Beim Aufnahmetest sind alle genauso schlau oder genauso dumm wie du und die Fragen sind keine große Hürde. Du musst dich ein bisschen reindenken, so in dieses logische Denken, was da abgefragt wird, und dann ist das überhaupt kein Thema. Wir tauchen fast nie auf an der FH, das liegt aber daran, dass wir einfach oft Freitag und Samstag Unterricht haben und dadurch den anderen Studierenden einfach nicht wirklich auffallen. Ja, es gibt es eigentlich nur einmal so in Österreich und was ich sehr cool finde, ist die Vermischung zwischen dem theoretischen und dem Praxisanteil und viele Lehrende sind auch quasi aus dem Eisenbahnberuf heraus zu uns an die FH gekommen, um da zu lernen. Die haben wirklich einen ganz anderen Wissenshintergrund nochmal und sind da viel näher an der Praxis dran, wenn sie uns Sachen vermitteln. Wenn du noch Fragen zum Studium hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht.